Hallo liebe Siebdruckerinnen und Siebdrucker. Heute werden wir euch zeigen, wie wir mit unserer HDT 4000 Advanced und unseren TechSprint AQ Farben Kinderbekleidung bedrucken. Stylische und ausgefallene Kindermode zu gestalten ist ein spannendes und lukratives Betätigungsfeld. Denkt nur an all die Kinder, die jedes Jahr geboren werden. Oder denkt an all die modebewussten Eltern, die ihre Kinder lieber nicht in 0815 Klamotten von der Stange stecken wollen. Im Großen und Ganzen wird Baby- und Kinderbekleidung ähnlich bedruckt wie auch Erwachsenenbekleidung. Ein paar Dinge gibt es aber dennoch zu beachten. Zuallererst, natürlich lässt sich solch ein Minishirt nicht auf eine normal große Platte ziehen. Das heißt, ihr müsst zunächst die große Platte gegen eine kleinere austauschen. Solche kleinen Druckplatten, die findet ihr bei uns im Sortiment. Und dank dieser praktischen Stationsaufhängung funktioniert der Wechsel auch ganz einfach. Dann muss die Druckplatte entsprechend eurem Motiv ausgerichtet werden. Unsere Emulsionen, hier in diesem Fall die FLX Screen, sind halbtransparent. Das heißt, ihr könnt eure Platte problemlos anhand des Motivs ausrichten. Nun ein paar Worte zur Farbe. Rein theoretisch könntet ihr Kinderbekleidung auch mit Plastisolfarben bedrucken. Denn unsere Plastisolfarben sind frei von Phthalaten und Schwermetallen und damit für jedes Bekleidungsstück mit Hautkontakt geeignet. In der Praxis hat es sich aber durchgesetzt, hierfür wasserbasierte Siebdruckfarben zu nutzen. Denn die Drucke fühlen sich einfach softer an und sind atmungsaktiver. Zudem werden diese Farben nach Ökotex-Standard hergestellt. Wenn ihr auf weiße oder eher helle Textilien druckt, dann werft doch einfach mal einen Blick auf unser Aquaplast DIY-Mischsystem. Das ist ein wasserbasiertes Selbstmischsystem. In dieser Serie gibt es den Transparentbinder und den mixt ihr euch dann einfach mit dem gewünschten Farbpigment und erhaltet so eure druckfertige Farbe. In dem Fall nehmen wir auf 1 Kilo Transparentbinder 45 Gramm Pigment. So, die so angemischten Farben sind verhältnismäßig dünnflüssig. Was bedeutet, sie ziehen ganz tief ins Gewebe ein und sind deshalb kaum spürbar. Also eine schöne Option für Babybodies, die ja in der Regel weiß sind. In unserem Fall soll es aber um ein eher mittelfarbiges Shirt gehen. Das heißt, wir brauchen eine Farbe, die etwas cremiger und deckender ist. Und das wäre dann unsere umweltfreundliche TechSprint AQ-Farbe. Also an die Arbeit. Zuallererst müssen wir natürlich wie immer unser T-Shirt aufziehen. Sprühkleber. Kurz antrocknen lassen. Das passt. Und dann ziehen wir das Shirt auf. Passt auf, dass ihr die Textilstruktur nicht verzerrt. Kragen. Guckt ihr mal, ob es mittig ist. Sieht gut aus. So, das passt. Okay, jetzt kommt unsere Farbe ins Spiel. Seid damit nicht zu sparsam, was ihr nicht braucht, könnt ihr ja am Ende zurück in den Farbtopf geben. Wenn sich das nicht sehen lassen kann.
So, das Shirt, das muss jetzt noch fixiert werden und dann ab in den Verkauf damit. Wenn ihr Zeit sparen möchtet, um beispielsweise größere Auflagen reibungslos produzieren zu können, dann könntet ihr beispielsweise auf die Hitzefixierung verzichten. Dafür könntet ihr euch unseren Kaltfixierer einmal näher anschauen. Der wird einfach unter die zu verdruckende Farbe gemischt und macht die Hitzefixierung überflüssig. Dazu haben wir bereits ein sehr schönes Video produziert. Klickt euch da doch einfach mal rein. So, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zum Thema habt, dann scheut euch nicht, uns anzurufen oder uns eine Nachricht dazulassen. Und wenn ihr darüber hinaus keine News mehr zum Thema Siebdruck verpassen wollt, dann folgt uns bei Facebook oder Instagram. Und abonniert doch am besten gleich auch noch unseren Kanal.